Das ist der Bugaboo Chameleon 3. Die Limited Edition nennt sich Sahara. Und dieser Kinderwagen ist super für die Stadt geeignet oder fürs Gelände. Ja, warum haben wir uns für den Bugaboo Chameleon 3 entschieden? Also uns war total wichtig, dass er schön leicht ist, der Kinderwagen. Dann, dass er schön flexibel ist für die Stadt, weil wir ja in Berlin wohnen, wie ihr wisst. Und dass es sowohl Babyschale als auch Sportaufsatz dabei ist. Also dass wir den relativ lange benutzen können. Und was total wichtig war, dass die Babyschale an sich ein bisschen größer ist, damit die Kleine auch schön lange drin liegen kann, weil wir halt über den Winter gegangen sind. Ja, und damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt, von was ich rede, gehe ich jetzt nochmal ein bisschen genauer auf die Dinge ein, die uns wichtig waren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wir finden zum Beispiel super cool, dass man die Babyschale einfach ablegt. Wir nehmen die Babyschale mit nach oben, lassen den Rest unten im Haus stehen angeschlossen. Und wenn wir dann losgehen, nehmen wir einfach die Babyschale, klicken die unten ein und dann geht's direkt los. Ziemlich cool ist halt auch, dass der Kinderwagen an sich sehr schmal ist. Das heißt, du kommst eigentlich durch alle Türen durch, was ich halt wirklich auch wichtig finde, ohne dann immer irgendwas aufzumachen. Und was halt für uns Frauen natürlich noch viel, viel wichtiger ist, dass wir auch in schmalen Geschäften, wenn wir irgendwo shoppen sind, überall problemlos durchkommen. Weil der ist halt vorne super wendig durch die Schwenkräder und ja, man sieht, der ist halt super einfach zu bewegen. Also man kann es mit einem Finger machen und ja, man muss es halt einfach selber machen. Ihr seht ja wirklich, es geht so einfach und auch wenn wir draußen auf der Straße sind, geht es halt echt einfach. Man kann nebenbei ganz easy peasy telefonieren, man kann seinen Kaffee trinken, ohne dass man jetzt um die Kurven irgendwo runterdrücken muss. Also man kann halt wirklich alles nebenbei machen und ja, das ist halt echt cool. Ja, uns war total wichtig, dass der Kinderwagen schön leicht ist. Der Bugaboo Chameleon 3 wiegt in etwa 11 Kilo. Hört sich viel an, ist es aber eigentlich gar nicht so viel, weil man kann ihn zum Beispiel auch mal alleine hochtragen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt bei jeder Treppe machen, weil es ist natürlich anstrengend, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ja, das war mir halt total wichtig. So, ein super cooles Feature ist natürlich auch, dass man den Bügel mit zwei Knöpfen ganz einfach umdrehen kann. Dann hast du hier vorne super viel Platz. Mache ich relativ häufig, wenn ich zum Beispiel mit Freunden im Café bin oder unterwegs bin und sie irgendwo uns hinsetzen und dann will ich sie so ein bisschen betüdeln. Dann ist halt hier vorne alles frei und dann kommt man halt viel, viel besser ran, gerade wenn sie am Tisch mitsitzt mit den Kinderwagen. Nicht nur das, aber ziemlich cool ist auch, dass wenn man den so rumschiebt, dass die großen Räder vorne sind. Wenn man zum Beispiel durch Sand fährt oder durch schwieriges Gelände oder Schnee, dann haben die großen Räder natürlich viel, viel mehr Grip und die können sich viel besser drehen und dann kommt man auf jeden Fall überall durch, wo man durch will. Ja, wo wir auch schon bei den Rädern wären, vorne sind ja die Schwenkräder und die kann man zum Beispiel aber auch feststellen. Was wir noch nicht gemacht haben, weil wir bis jetzt super durch alles durchgekommen sind, wo wir durch wollten. Und ziemlich cool finde ich halt auch die Federung. Die ist halt echt, also man kann halt auch über Kopfsteinpflaster fahren, ohne dass das Kind darin durchgeschüttelt wird. Man kann super kleine Bordsteinkanten mit hochfahren, ohne dass man da was raufdrücken muss und Mookie Man danach ist. Also das geht halt alles mit der Federung, das ist halt echt super. Ja, wie ihr ja wisst, ist Frieda Ende August geboren. Das heißt, wir sind schön in den Winter rein und wir brauchten dann auch einen Fußsack für die Babywanne. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und da hat sich für mich perfekt angeboten der Bugaboo Hive Performance Foot Move. Und was soll ich sagen, ich bin total verliebt. Also er ist wirklich so schön kuschelig, so schön weich und der passt halt wirklich perfekt in die Babywanne und später noch für den Sportaufsatz, was mir total wichtig war. Der hat zwei Cover, das heißt zwei Decken, die man quasi austauschen kann. Das eine für den Winter und eine für den Frühling, wenn es halt ein bisschen wärmer wird. Ja, und dann gehen wir einfach mal eine Etage tiefer zu dem Korb unter dem Kinderwagen. Es ist ein Punkt, der ein bisschen schwierig ist, weil es mich so ein bisschen stört, dass ich da nicht so gut rankomme, weil die Babyschale ja doch relativ tief da drauf sitzt. Aber sobald der Sportaufsatz drauf ist, klappt das eigentlich richtig gut. Also dann kommt man da richtig gut ran. Was ich auch super cool finde, dass die Bremse nicht hier unten irgendwo ist und man den ständig suchen muss und irgendwo gegentritt, sondern dass man es wirklich ganz einfach mit der Hand machen kann. Also es ist hier an der rechten Seite. Die Bremse hält bombenfest, also wirklich stehst du an der Ampel,
ziehst die Bremse und dann kannst du den Kinderwagen auch loslassen, was mir total wichtig ist. Ja, weil ich ja ein Kaffee-Junkie bin und eigentlich überall meinen Kaffee immer trinken muss, war das erste Accessoire, was ich mir jetzt noch extra gekauft hatte, der Becherhalter. Weil damit kannst du halt wirklich unterwegs, kannst du deinen Kaffee reinmachen und es ist halt super, also für mich optimal. Und später natürlich, wenn die Kleine ein bisschen größer ist, kann man da die Teeflasche oder so reinmachen. Aber es gibt noch so viele coole Accessoires, also da werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch die eine oder andere Sache käuflich erwerben. Ich bin jetzt 1,58, dass ihr einfach mal die Relation ein bisschen einschätzen könnt. Für mich ist die Größe optimal. Markus ist ja ein bisschen größer. Das heißt, wenn er den Kinderwagen schiebt, zieht er sich einfach den Stab ein bisschen raus und fährt dann halt so. Sieht für mich jetzt ein bisschen komisch aus, aber ja, das passt ganz gut. Ja, deswegen, also die Babyschale ist auch relativ niedrig, aber für mich als kleiner Mensch ist es wirklich optimal. Ja, dann kommen wir schon zum Design. Was mir natürlich ganz, ganz doll am Herzen gelegen hat, weil ich muss mich damit präsentieren und ich muss ihn schön finden. Und ja, ich bin total verliebt. Ja, ich gebe es zu. Was macht die Limited Edition Sahara aus? Auf jeden Fall ist es total cool und stylisch, dass halt diese Griffe mit Leder überzogen sind. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen hochwertiger. Es greift sich nichts ab und ja, es sieht halt total schön aus. Dann finde ich noch besonders schön die Farbe Braun. Braun-Beige, das ist ja eigentlich im Endeffekt. Und was halt auch ganz, ganz, ganz besonders ist, dass der hier von innen nochmal mit Stoff bezogen ist, der grau ist. Finde ich halt natürlich super schön. Also diese Stoffkombi gefällt mir so toll. Ja, und was wir bis jetzt noch gar nicht genutzt haben, ist dieser Bügel. Weil mich stört der ehrlich gesagt immer so ein bisschen. Aber sobald die Kleine dann in dem Sportaufsatz sitzt, macht er natürlich sehr viel Sinn. Jetzt benutze ich ihn nicht, aber man kann ihn später, wie gesagt, bei dem Sportaufsatz sehr gut benutzen. Man kann ihn ganz einfach ausklinken oder man kann ihn halt auch runterhängen lassen, wenn man jetzt irgendwie die Kleine rausnimmt oder so. Ja, jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, der vielen Leuten wichtig ist, wie schnell und wie einfach er zusammenklappbar ist. Ich zeige euch das einfach mal eben, weil das wirklich super easy ist. Also man drückt beide Knöpfe einfach, hebt die Babyschale ab. Dann haben wir hier wieder die beiden kleinen Knöpfe, drückt sie, lässt es nach unten und fertig. Ja, so schnell geht es. Und ich denke, das ist wirklich nicht groß. Also wie gesagt, wir haben ja kein Auto, aber sind jetzt auch schon ein paar Mal mitgefahren und alle waren immer überrascht, wie klein er doch geht und wie einfach es geht. Also selbst Leute, die den Kinderwagen nicht kennen, die haben halt mit einem Griff den Kinderwagen auch wieder aufgebaut. Ja, das war das Video von meinem Traumkinderwagen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und vielleicht, wer weiß, gehört ihr auch bald zur Bugaboo-Familie. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, ich bin total zufrieden. Ich würde mir niemals mehr im Leben einen anderen Kinderwagen kaufen, weil ich einfach total happy bin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert mich auf jeden Fall, dann bekommt ihr immer neue Videos von mir. Bis dahin seid ganz, ganz lieb gegrüßt. Bis später.